In diesem Video zeige ich dir, wie du am besten und einfachsten und sichersten auf jeden Fall Mikrozement auf vorhandene Fliesen oder auf alte Fliesen aufbringen kannst. Erster Punkt, Fliesen abklopfen, ne, wichtig, um zu schauen, dass diese halt am Untergrund festkleben. Hier habe ich konstante Klang, also sind die auf jeden Fall fest und unter den Fliesen ist ja kein Hohlraum vorhanden, sodass dass da wirklich stumpfe Klang bei Abklopfen kommt. Zweiter Punkt, das ist ja, dass man auf jeden Fall prüft, ob die Fugen keine Rissen vorhanden haben und dass die auch auf jeden Fall fest sind. So, also die sind jetzt sehr intakt. Ich habe die alle gecheckt. Das ist ein Kleinraum, der 3x4 Quadratmeter hat. Und dass es nicht schwierig sein wird, diese Sachen hier zu beschichten. Ich habe hier schon mal Reinigungswasser angemischt und werde hier die Fugen und die Fliesen reinigen. Ich werde die Socke mit dem Klebeband abnehmen. Diese Klebeband ist natürlich auch bei uns im Shop erhältlich. Ich habe mich entschieden, den Sockel hier mit dem Mikrozement aufzubeschichten. Deswegen klebe ich den hier entsprechend ab. Die Socke ist jetzt abgeklebt. Dadurch habe ich auch natürlich Sicherheit, wenn ich da anfange zu spachteln oder mit dem Haftgrund fange zu beschichten, dass ich angrenzende Wände und Objekte nicht beschmiere. Ich werde jetzt Haftbrücke auf deinem Haftgrund, auf die Fliesen und angrenzende Socke. Ich habe mich für drei Werkzeuge entschieden. Für den Pinsel, damit ich schön in die Ecken kommen kann. Und zweitens auf jeden Fall würde ich den Boden halt mit dem Gummirackel und dem Quarzgrundierung auftragen. Dann sehr schön auch Unebenheiten ein bisschen ausgleichen. Man kann natürlich auch den ganz normalen Spachtel nehmen, der natürlich muss auch gar nicht hochwertig sein.
Also Gummidackel, ich empfinde es besser persönlich, kann aber natürlich, wenn jemand es macht, auch an ganz normalen Spachtel zugreifen. So. Das Kontakt ja, ist mit dem Quarz und vor allem sperrt ja auch zusätzlich den Feuchtigkeitsentzug von Mikrozementschichten, den ich nachher auftragen werde. Alle Teile, die mit dem Haftgrund nicht beschichtet werden sollten, solltest du vorher abkleben. Ansonsten wirst du die Haftbrücke nachhinein nicht abkriegen. Die schwierigen Ecken kannst du am einfachsten mit Malerquast beschichten. Mit dem Gummidackel gleiche ich jede kleine Unebenheit direkt aus. Ich ziehe die Masse gleichmäßig ab. Auch wenn da kleine Nasen bleiben, ist kein Problem. Die werde ich morgen, wenn die Masse komplett trocken ist, mit einer Schleifmaschine abschleifen. Der Quarzgrund lässt sich auch super aufzuteilen in jede Richtung, also da braucht ihr gar nichts zu beachten. Einfach drauf schmieren und gleichmäßig abziehen. Noch ein Tipp von mir. Du kannst gerne die Haftbrücke auch mit ein bisschen Wasser verdünnen, falls es dir zu dickflüssig sein sollte. So, die Quarzgrundierung ist jetzt von mir beschichtet worden. Ich lasse diese jetzt komplett 12 Stunden trocknen und fange morgen mit den weiteren Vorarbeiten für das Mikrozement. Wie ich weiter vorgegangen bin und was ich gemacht habe, erkläre ich dir in einem weiteren Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch und abonniere unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.